Here again in Pöbeltown. Letztes Mal. Sie töteten unseren besten Freund, den Androiden. Was wird nun geschehen in dieser weiteren Folge? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Nein, zwischen. Oh, da ist ein Herzchen drauf. Yeah. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Nee, kann ich da auch so hochnehmen? Ja, vielleicht deswegen bekomme ich diesen gewichteten Begleiterkubus. Diesen unbetonten Begleiterkubus. Dies ist mein neuer bester Freund. Der Begleiterkubus. Kann ich einmal durchlaufen? Ah! Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Scheiße. Ich dachte jetzt gerade nur, das kommt von hinten. Gewichteter Begleiterkubus. Ich muss sie leider gerade einmal zurücklassen, bewichteter Begleiterkubus. Es tut mir so leid. Ist auf jeden Fall sogar ziemlich krass geplant hier. Energiekugel wird gestartet. Ui. Was für einen Sinn ergibt es jetzt? Hey, ich frage mich gerade, ob wir diesen Begleiterkugel vielleicht hier. Oh, ich hasse es. Was ist das denn für eine unnötige Scheiße? Und bitte begleite Kugels. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ja, das stimmt sogar. Ja, das war das richtige Portal. Ich muss dem Schreckes alles auch gesehen. Ich muss dich auch selbst umbringen. In dem Spiel. Hallo? Energiekugel wird gestartet? Schieß du mal eine Energiekugel auf mich, du Bastard! Hä? Bist du bescheuert? Wo schlägt hier deine Energiekugel auf? Ich sehe keine Energiekugel. Ach nö, Alter, sag mir jetzt bitte nicht, dass die Energie von dem weg ist und ich einfach nochmal komplett rum muss. Ja, das ist auf jeden Fall sehr los. Alter. Wehe. Geil. Das fängt zumindest von hier an. Wo ich jetzt keinen Bock hatte, es einfach nur noch zu machen alles. Ich hätte den Begleitkurs mitnehmen sollen. Beschütze mich in dunklen Zeiten. Und wieso ist die eigentlich so lahmarschig? Die, der, das, wie auch immer. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Ja, die Frage ist nur, warum sollte er sprechen? Warum bin ich so schlecht und sollte einfach... Es fehlt aber immer noch ein drittes. Soll das jetzt bringen?
Okay. Ich will den Kokos haben. Metall scheppern. Kann ich hiermit irgendwas machen? Oh, ich kann das umlenken. Risiko! Oh, das war bosshaft, oder? Das ist eine... Seid ihr auch auf die Idee gekommen? Yeah! Ja, ich wette, aber ich... Ja, ich fail jetzt hiermit. Was dann allerdings ganz und gar nicht mehr bosshaft ist. So, ich finde das. Ich hätte den Kubus mitnehmen sollen. Ja, ich nehme den Kubus mit. Er ist ja nicht so umsonst gewichteter Begleiter-Kubus. Mit meinem Begleiter-Kubus reiß ich durch die Welt. Ich glaube, ich nenne die Folge Ich und mein Begleiter Kubus. Ich und mein Begleiter Kubus. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Was ist das für eine... Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Nein. Ich wollte hinterher. Tja. Sag, ich krieg dann Erfahrung Brudermord. Wieder habe ich einen Freund verloren. Immer noch. Okay, okay, okay. So, das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Coole Sache. Ich verstehe aber immer noch nicht ansatzweise, was die Story ist. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Das ist toll. Das war ja zum Glück nicht knapp. Fick dich. Ich habe noch nicht mal so einen Kubus oder so. Nein. Oh. Hey, ich habe noch nicht mal so einen Kubus. Das war nicht genug. Sprungkraft. Nur wenn ich da hoch will, ne? Ich zeige mir, dass ich irgendwie nicht sehe, weil ich wohl gut habe.
the fuck? Okay, das war auch abgefuckt. Klingt komisch, ist aber so. Ich glaube nicht, dass ich diesen Sprung schaffen kann. Nein. Ich brauche halt mehr Sprung, Schwung. Da habe ich eben gerade einfach nur das falsche Portal genommen. Kann das sein? Das kann natürlich sein. So. Ich muss das rechte Portal. Ja, ich habe einfach nur das falsche Portal genommen. What the fuck? Ich denke mal, ich muss hier. Dann muss ich einfach hoch. Nein, 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 lass mich weg. Ich muss einfach runterspringen. Portal umsetzen, frage ich mich jetzt. Okay, mein Plan. Los, wie schießt der Portal? Ich wollte da jetzt eigentlich runterspringen. Aber scheiß doch drauf. Außerdem weiß ich jetzt noch nicht mal, wie ich da reinkomme wieder. Kann ich die Turrets da nicht runterfetzen? Ist das jetzt ungefähr dieselbe Höhe? Ich denke mal, die eine kann ich damit wegholen. Jetzt hoffe ich das. Kommt da
geht das hier rein. Die schießt das, da geht das rein und die... Das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Ich feiere das. Kann ich die wieder noch wegholen? Excuse. Wie können wir die von da abholen? Noch jemand da? Ruhig. Bereut euch, Junge, bereut euch. Geh dahin. Könnten Sie bitte herkommen? Könnten Sie bitte herkommen? Jetzt. Hier. Letzter. Und was dann? Da muss ich ja irgendwie wieder da reinkommen. Oder verstehe ich das falsch? What the fuck? Hier ist eine Schalter. Was aktiviert denn? Was aktiviert? Ernsthaft? Hey, what the fuck? Was habe ich falsch gemacht? War ich zu langsam? Eventuell. Das wird deaktiviert. Mikrofon wieder ausrichten. Sorry, mal kurz. So. Jo. Das machst du jetzt. Was ist denn Aufzug? Was ist denn Aufzug? Ach, Scheiße, der Aufzug. Okay, von da an muss ich dann da ganz schnell raus. Dann muss ich da ein Portal hinschießen. Und da muss ich irgendwo runterspringen. Die Frage stellt sich für mich jetzt nur, wo? Genau. Da unten kann man ein Portal hinschießen. Okay. So heißen, Plan hier rüber. Dann schon mal ein Portal. Jetzt springe ich hier raus. Den Schalter. Hier durch. Mach hier ein Portal hin. Spring hier runter. Mach so und fliege. Und jetzt muss ich nur noch zurück, ohne zu sterben.
Ich kann hier keine... Kann ich hier ein Portal haben? Nein. So. Okay, jetzt ist das einzige Problem nur noch, dass ich hier noch raus muss. Exakt dasselbe nochmal. Okay. Und raus. Sehr gut. Und ja, fick dich. Und wo kann ich jetzt hier ein Portal hinsetzen? Ich möchte hier auch raus. Ich möchte auch ein Portal hinsetzen. Nein, dann werde ich rausgeworfen, weil ich zu viel. Ja, hoffentlich. So. Okay. So vielleicht. Gehe ich da rauf. Springe da runter und bin ich da. Keine Ahnung. Nein, das funktioniert nicht. Hier ein Portal? Nein. Ah, ich bin auch dumm. Da kommt ein Portal hin. Ich muss da nicht rüberspringen, sondern probieren ein Portal zu setzen. Ist das das Richtige? Ja, scheiße. Oh nee. Das ist ja ziemlich schlecht. Okay, ich muss das... da. Bin ich wieder um? Ich noch genug Schwung? Du lässt mich genug Schwung haben? Nein! Ah. Ich bin auch dumm. Ich muss jetzt hier das blaue da. Das blaue muss da vorne. Und ich... Orientierung! Mann! Sehr gut. Alter, beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Coole Sache, weil es ja auch so mega sicher ist. Ja, aber... Ich glaube, der Part ist ja schon ein bisschen länger als 12 Minuten sogar. Egal, habt ihr mal einen längeren Part, sag ich einfach mal. Aber trotzdem muss ich jetzt mal hier aufhören. Und rein bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.